So, ich grüße euch zu Folge 3 von Hogwarts Legacy bei Phalanx Stream. Wir haben letztes Mal unser erster Unterricht absolviert, unser Akku-Zauber bekommen und jetzt wollen wir mal schauen, was die nächste Unterrichtsstunde so ergibt. Dazu gehen wir mal unter Aufträge hier. Levioso soll es wohl werden. Ah, und ich habe wohl irgendwas für die Hand bekommen. Warum sind die ausgegraut? Vielleicht noch nicht weit genug in der Story, kann natürlich sein. Ja, nee, da ist ja mal eine schöne Haarpracht weg. Ich habe auch gehört, man kann die wohl später das dann auch Rüstung anziehen und dann trotzdem Outfit drüber packen. Das wird bestimmt später machbar sein. Gut. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, danke. Rebellion. Protego. Mietz, 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 Mietz. Die gute kleine Musch. Oh, ja. Und jagen sie einander in ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit.
Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Levioso. Naturtalent. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Levioso. Gut. Nun zum Ball. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein Kinderspiel. Levioso, gute Technik. Was? Levioso, Protego. Levioso. Boom, Chakalaka. Für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hagrid. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Gut. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gegen Professor Hagrid würde ich nicht antreten wollen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Ach hier. Bisschen außer Rand und Band. Rebellion. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Das ist Dr. Lupin da oben. Professor Lupin. Doktor. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. That's what she said. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt?
Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Klar, Sebastian. An einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Ihr Maul, hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Okay. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagt. Revelio. Unter mein Joch, so stand man sie mir zu. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Revelio. Levioso. Dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig.
Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Na sicher doch. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Mit zwei ist ein bisschen tricky. Das sah schmerzhaft aus. Noch eine Runde? Ja. Ich hab noch nicht genug. Fabelhaft. Protego. Confringo. Mann. Hätte, okay, es geht. Bingo! Nur nicht zurückschrecken! Bingo! Protego! Ja, es geht echt sehr schnell. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Muss man wirklich wissen, wie die Gegner angreifen. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Also mit der Karte klarkomme.
Rivelio. Protego! Bestimmt alle verwandelte Menschen, ne? Die ganzen Katzen. Was ist mit dem Raum, Professor? Wie sieht der denn aus? Das sieht ja lustig aus. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Deke. Ah, da sind sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Hm. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Klar, Sebastian! Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow, sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Na sicher doch. Ein schönes Butterbier, das wäre doch mal was. Nur irgendwas.
Noch bin ich Schüler. Da sind Sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ach hier! Akio. Revelio. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage würde. Da. Ach, hier. Großartig. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Und wann? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Nope, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein, nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll.
Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Na gut, das scheint mir eine langfristige Aufgabe zu sein. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Reparo. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Repar. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Schick. Rebellion. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion. Rebellion. Was muss man da machen? Legnose! Akio! Reparo! Lumos! Offenbar ist es ein Rätsel hier, aber... Wie löst man es? Rebellion. Zahlen mit Symbolen kombiniert.
Muss ich mal gucken, ob es da ja Niederlage gut eine Hilfe dazu gibt. Perfekteste Map ist es hier jetzt nicht, aber... Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Revelio! Depart! Legion! Accio! Ja, sieht aus wie Schmetterling, was man da reinpacken sollte, aber... Lumos. Ja. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ja. Gute Frage. Da, stimmt. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Accio! Legion! Accio! Lumos! Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Motte soll es sein. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Meine Familie macht jedes Jahr ein Verbot. Da oben ist sie. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Lenora! Akio! So, da ist ja schon wieder die 40-Minute-Marke erreicht. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. So eine halbe Stunde ist ja so immer so mein Minimalziel. Von daher denke ich, sind wir gut vorangekommen.
ein paar Nebenaufträge. Dann gehen wir beim nächsten Mal. Schauen wir mal mit dem Koboldstein und vielleicht schaffen wir es dann nach Hogsmeade. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da. Und schreibt Kommentare, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Tulsa. Ciao.